Servus Leute, was geht? Shredded Gaming TV wieder am Start mit dem brandneuen Dragon Ball Super Set, The Ultimate Squad. Sehr, 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 sehr geiles Set, wie ich finde. Leider keine God Rare, aber was soll's, wir haben ja die erste auch nicht gezogen. Dafür drei richtig geile Secret Rares. Fingers crossed, dass wir da heute eine rausziehen. Und ab ins Opening. Eigentlich war es gar nicht so lange, dass wir auf das nächste Dragon Ball Set hier warten mussten. Allerdings haben wir ja alle Realm of the Gods so krank gesuchtet, dass das Set natürlich schon relativ schnell, ich sag jetzt mal, langweilig geworden ist. Ich mache es natürlich immer noch ein bisschen nebenher auf, aber einfach der Reiz ist nicht da. Deswegen tut die Abwechslung hier ganz gut. Ultimate Squad, das neue Dragon Ball Super Set. Die Artworks sind gänzlich anders als bei Realm of the Gods. Schauen wir mal rein. Nach dem Boxtopper, da können wir vielleicht gleich was sehen. Oh, wir haben auf jeden Fall eine Vegeta-Karte. Nice one. Als Vegeta-Fanboy nehmen wir dir sehr gerne mit. Und da sieht man schon, so vom Style her finde ich, ganz was anderes als Realm of the Gods. Neues Set heißt natürlich auch wieder, haben die irgendwas geändert an der Pull-Ratio? Ich weiß es jetzt nicht so arg. Vielleicht kann man ja wieder Special Rares aus God Packs ziehen. Lassen wir uns überraschen. Schnacken nicht lange rum. Reißen die Packs auf. Ich hoffe, wir können eine Secret Rare ziehen. Für mich als Freezer-Fan, Freezer und Vegeta ja meine Favorite Dragon Ball Charaktere. Sehr, sehr cool, dass wir eine Freezer Secret Rare mit dabei haben in dem Set. Fühle ich sehr, auch weil sie quer ist, was wieder ein bisschen Abwechslung bringt. Dann haben wir noch Oath of Sea, auch eine quere Secret Rare. Und die dritte im Bunde, erstmal hier, Leaderback-Karte. Stronger Start, hätte ich gesagt. Goku, Pan und Trunks. Nice one. Und dahinter Super Saiyan Trunks Soaring Through Space. Alright. Die dritte im Bunde ist dann zwischen Piccolo und Son Gohan eine Secret Rare geworden. Die sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Da habe ich jetzt aber noch nicht so wirklich Images gesehen. Die anderen zwei habe ich zuhauf gesehen, die irgendwie komischerweise nicht. In jedem Fall, mir wäre jede Secret Rare recht. Hauptsache, ich ziehe mal was anderes, denn ich habe bei Realm of the Gods tatsächlich nur den Myra gezogen und den hatte viermal. Da gab es gar keine andere Secret Rare für mich. Metacooler hier als Common Foil. Und dahinter haben wir die erste Super Rare mit Super Myra Overflowing Power. Das liefen wir mal ab. Myra, nee, den brauchen wir definitiv nicht. Ja, die Charaktere sind ja immer so ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde auch, dass die Secret Rare von Myra einfach gar nicht doll war und auch nicht wirklich zu dem Set Realm of the Gods gepasst hat. So, wenn man dann denkt, so Colossal Warfare hatte ja damals einen Demigra Secret Rare. Die sah halt schon echt anders wild aus. Irgendwie kein Vergleich zu dem Myra da. Aber sei es drum, jetzt geht es hier um Ultimate Squad. Ich hoffe, wir können hier wirklich ein bisschen was Besseres ziehen als bei Realm of the Gods. In jedem Fall werden wir natürlich auch wieder ein paar Openings von diesem Set hier bringen. Es gibt natürlich auch wieder Premium Packs. Die werden wir dann wahrscheinlich als nächstes aufmachen. Erstmal hier ganz entspannt ein Display, um reinzukommen. Und beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich direkt die Premium Packs geben. Eigentlich hat sich da auch nichts geändert. Vier Packs und zwei Promokarten. Von daher auch hier nichts wirklich Spektakuläres. Trotzdem, wie gesagt, Abwechslung tut gut. Further Evolution, Weight on One's Shoulders. Was mir natürlich wieder auffällt, ist auch die Print Quality hier wieder oben. Ist nicht ganz so dolle, wie sie vor Realm of the Gods war, muss man dazu sagen. Nächstes Super Rare, cooler Sibling Cruelty. Und ich hoffe, dass Bandai nicht den Fehler macht, was Konami und Pokémon Company gemacht haben und jetzt
wenn sie voll auf Masse gehen, einfach die Print-Quality schleifen lassen. Das würde ich gar nicht fühlen. Denn man hat bei Realm of the Gods ehrlich gesagt schon gemerkt, dass die Qualität sich von den vorherigen Sets natürlich deutlich abgehoben hat. Ich meine, allein von den Printlines her und auch gerade was die God Rare angeht, es gibt so viele God Rares mit Printlines, was natürlich bedauerlich ist, wenn du die geile Karte schon ziehst, dann noch natürlich so eine miese Quali am Start zu haben. Schauen wir mal. Setting Forth, Android 19. Dann haben wir Krillin, Set Fighter. Auf jeden Fall richtig, richtig nice Karte. Gefällt mir auch sehr gut. Und dahinter haben wir Android 16 Hidden Power. Da habe ich wohl die falsche Karte nach hinten geschuffelt. No Big Deal. Bis dato fehlt uns noch der, ja, der erste Big Hit. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal endlich ein God Pack zu ziehen. Ist ja immer noch auf meiner To-Do-Liste, Kapi. Und dann schauen wir mal, wie sich so ein God Pack hier aufbaut. Haben wir die Möglichkeit, eine Special zu ziehen oder bleibt es relativ lame? Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. In Same Showdown hatte man die Möglichkeit, eine Special rauszuziehen. Und oh mein Gott, einfach mal die beste SPA im ganzen Set gepullt. Sheesh, Leute, schaut euch diesen Kracher an. Super Saiyan 2 Son Gohan Set Fighter. Damn. Huh, Baby. Also, da gibt es keine Diskussion. Das ist mit Abstand die heftigste SPA. Check. Sehr, sehr geil. Fühle ich absolut krank. Schon bevor die Secret Rares announced wurden, als ich die Special Rare gesehen habe, habe ich gewusst, okay, da gehen wir rein. Quality von der Karte sieht jetzt auch echt clean aus. Also ist auch wieder ähnlich wie bei Pokémon und so. Einfach nur bei den Lower Rarities, dass da massenweise geschliffen wird. Printlines habe ich jetzt nicht geguckt, ist jetzt auch nicht so wild. Ist ja nicht unbedingt Karte, wo man direkt graden lässt, aber geht halt ums Prinzip. Aber sehr, sehr wilde Karte, definitiv. Erste SPR ist damit gepolt. Schauen wir noch, was wir als zweites hinterherziehen können. In jedem Fall schaut sich das Set gut an. Instant Kamehameha, Pirina, Demon God Tower preparing to fight und dahinter Android 14 in Organic Horror. Natürlich muss man sagen, dass Realm of the Gods natürlich schon sehr, sehr stark so ein Goku, Vegeta, Gohan etc. lastig war. Hier hat man jetzt schon wieder deutlich mehr Charaktere, sage ich jetzt mal, am Start. Auch die Androids wieder wesentlich mehr vertreten. Aber ist jetzt auch nicht ganz so wild. Zumal man ja sagen muss, dass die nächste God Rare ja eigentlich schon quasi announced wird in dem nächsten Set dann. Das ist dann auch nicht ganz so weit in der Zukunft. Demon God Salza preparing to fight. Und dahinter Piccolo Fusions Resolve. Zudem ist es eigentlich ganz gut, dass die immer Abwechslung bringen, was es für Secret Rares gibt. Goku, klar, sehr, sehr cool. Jetzt hatten wir Vegeta. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt wieder einen Gohan und Piccolo als Secret Rare haben. Ein Piccolo, ehrlich gesagt, underrated Character. Deswegen passt es hier. Supreme Kai of Time. Sehr, sehr cooles Artwork auch hier. Further Evolution, a Super Sigma. Commander Red und Android 14 und 15, The Ravagers. Wir haben noch drei Packs. Bis dato zwei Super Rares, eine Special Rare. Denke ich, lässt sich ganz gut anschauen. Wir hoffen natürlich, dass wir die Secret Rare ziehen. Wäre ganz cool, mal wieder Vorcam eine zu ziehen. Die ganzen Myras. Gut, die hätte man jetzt eh nicht sehen wollen, sage ich jetzt mal so. Aber habe ich halt alle Offcam gezogen. Immer wenn ich irgendwo etwas bestellt habe, habe ich geschaut, gibt es noch Dragon Ball auf der Seite? Und dann habe ich das noch mit reingepackt. Demon God Putien, Imperial Warrior und dahinter Metacooler, Newfound Foe. Zwei Packs noch. Und dementsprechend habe ich natürlich Offcam sehr, sehr viel Realm of the Gods noch aufgemacht. Aber irgendwann war es dann einfach nur noch frustrierend. Reißt man einfach nur die Packs auf und schaut, ob eben eine Secret oder God Rare drin ist. Super Saiyan God Goku Magnificent Might. Sehr, sehr coole Karte in jedem Fall. Trunks,
Loot, General Blue, Maki Kabura, Red Ribbon Army, Demon God Debura, Invasion of the Dark Empire, Bah, we got Android 8 for his friends und dahinter a Demon God, a Putin preparing to fight. Alright, last pack hier auf der rechten Seite, damit haben wir gestartet. Eigentlich sollte jetzt was kommen und jetzt drei Packs ohne jeglichen Hit. Schau mal, jetzt die Secret Rare, dann wäre doch alles geschwätzt hier. Piccolo, Tien Shin Han, Z-Fighter, also diese Z-Fighter-Artwork scheint sich durchzuziehen. Wir hatten vorhin, glaube ich, Gohan oder Trunks, einen von beiden hatten wir als Z-Fighter. Scheint alles so in diesem Style zu sein. Dent, The World Champion Strikes, Super Sigma, Coolus Armored Squadron, Purina und SPR, zweite. Who sell the ultimate a Bio Android? Auch richtig, richtig wilde SPR, wenn ihr mich fragt. Sehr, sehr cool. Okay, wir haben jetzt schon die zweite SPR gepullt. Nice one. Also auch von den Farben her ganz wild hier. So blau, grün, gelb mit weiß. Sehr, sehr cool. Also ist zwar Geschmackssache, das muss ich zugeben. Wird wahrscheinlich nicht jedermanns oder jeder Frau's Style sein. Aber mir persönlich gefällt es ganz gut. Zumindest jetzt von den Specials, die wir jetzt gezogen haben. Wird natürlich auch die ein oder andere geben, die wahrscheinlich nicht so dolle sein wird. Ich meine, wir haben wieder zuhauf Super und Special Rares drin. Ich glaube, die Ratio hat sich nicht sonderlich verändert. Von der Anzahl her schauen wir gleich auf ein Pack drauf, wie viel man denn unterschiedliche ziehen kann. Infinite Multiplication Metacooler, Results of Research, Super Sigma, Clash on Planet M2 und Rare Door Coolers Armored Squadron. Alright. Also sollte doch unverändert sein. Ja, wir haben ja die Special Rare Ratio in Realm of the Gods nach oben geschraubt. Sprich 15 Special Rares. Ja, kann man einige Displays öffnen, wenn man zwei rauskriegt. Für mich ist es natürlich mega gelaufen, dass ich direkt die beste gezogen habe. Das muss ich schon zugeben. Ich habe schon wieder so die Befürchtung gehabt, dass ich alle Special Rares ziehen werde, außer den Gohan. Aber umso besser, dass wir den jetzt rausgezogen haben. Mechanized Planet, Android 19, Ribbit Combination Ready und Red Ribbon Robot. There we go. Two Packs in. So von der Hit-Anzahl, ja, da mangelt es noch ein bisschen, hätte ich gesagt. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen unter Durchschnitt, gerade mal. Ah ne, wir haben ja zwei SPRs gepullt, genau, wir haben vier Hits, damit dürften wir ganz gut drin sein. Oh, was ein krasses Artwork hier, Metacooler Core, Unlimited Power, sehr, sehr wilde Leaderback-Karte in jedem Fall. Metacooler nochmal normal hinten drauf, okay, die geht safe klar. Son Goku, Saunel, Colonel Violet, Cyclopean Guard, Demon God Shroom, Invasion of the Dark Empire, A Hopeless Sight, Bisu, wir haben Super Saiyan Trunks, Soaring Through Space, nice one, und Krillin Set Fighter, also hier der nächste Set Fighter am Start. Das ist cool, finde ich, das haben sie gut gemacht. Vielleicht noch so vom Style her dann auch mal Richtung Super Rare gehen und dann einfach nur die Charaktere auswechseln, würde ich auch sehr fühlen. Sell the Awakened, okay. Nailer Protector, Mercenary Tau, ja, Metacooler, Lightning Sentence, Saunel, Big Cheat Star, Pirina, wir haben Saunel als Foil und let's go, Golden Freezer, Newfound Might, sehr, sehr wilde Freezer-Karte, nice one, Golden Freezer immer, immer sehr, sehr geil, definitiv. Let's go. Die nehme ich sehr gerne mit. Und weiter geht's. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben auch noch die Vegeta Super Rare da oben sleeved. Die ist natürlich auch echt ganz nice. Jetzt haben wir zumindest zwei richtig nice Super Rares, hätte ich gesagt. Und zwei weniger mit, was hatten wir da? Cooler und Super Myra. Die waren jetzt nicht so dolle. Die anderen zwei sind echt ganz nice.
The Bureau Results of Research. Okay. Sehr, sehr cool, dass wir den jetzt noch als voll gezogen haben. Super Saiyan God, Son Goku, Magnificent Might. Und dahinter Piccolo. Nice one. Paar Packs haben wir noch. Ich denke, dass das Set, ehrlich gesagt, nicht ganz so gefragt sein wird wie Realm of the Gods. Sprich, wenn ihr da reingehen wollt, sollte das eigentlich überall verfügbar sein. Nächste richtig nice Leaderback-Karte mit Son Goku hier. Fearless Fighter. Sehr, sehr cool. Goku auch hinten drauf. Cooler. Maki Kibura. General White, Android 15. Wir haben Weight on One's Shoulders. Clash on Planet M2. Metacooler Core. Wir haben Trunks from the Future. Und Super Sigma. Nächstes Pack. Ich denke, der Hype um Dragon Ball wird wahrscheinlich nicht absinken um das Card Game hier. Ich denke, er wird sich halten, vielleicht leicht zurückgehen, aber spätestens mit dem nächsten Set und mit der nächsten Möglichkeit, eine God Rare zu ziehen, wird das Ding wieder so krass durch die Decke gehen, vorausgesetzt, dass wir denn eine kranke God Rare bekommen. Android 15 in Organic Horror. Oh, let's go. Was ist das für eine Super Rare? Super Saiyan Son Goku Final Sacrifice. Okay, auch wieder komplett anders vom Style her. Sehr, sehr nice. Also ich habe mir das Set nicht ganz genau angeschaut, also Super Rare technisch. Sind alle für mich neu gewesen. Special Rare, wie gesagt, kannte ich eigentlich nur den Gohan. Den hatte ich früh gesehen. Und die Secret Rares, sonst kenne ich nicht wirklich was. Von daher bin ich immer, sage ich jetzt mal, ein bisschen überrascht, wie unterschiedlich oder wie cool die Artworks dann doch sind. Super Myra, Jiru, wir haben Goku, Dende, wir haben General Blue, Trunks, Setting Forth to Space, Pirina, Infinite Multiplication, Metacooler, oh, wir haben Mecha Freezer, Back from the Abyss, alright, take ich, und dahinter Metacooler Core. Wir haben noch 4 oder 5 Packs. Dann sind wir durch mit dem ersten Display. Ich denke, wir werden auch nochmal so ein Display aufmachen. Fühle ich schon. Ich meine, immer ganz nice. Maki Kivura, Infinite Multiplication. Also wir ziehen sehr viele coole Karten so vom Gefühl. The Set Fighters at the Cell Games. Demigod Debura, Cooler, Vegeta. Infinite, da schon wieder Metacooler am Start. Und Baby Juvenile Parasite. Auch wieder jetzt zum Beispiel eine Super Rare. Ja, ganz okay. Egal, ob man Baby fühlt oder nicht. Aber sonderlich wild ist es nicht. Da merkt man dann schon die Artworks in Realm of the Gods. Die waren halt vom Effekt her, waren die schon ein bisschen heftiger. Vom Style nicht unbedingt, aber halt vom Effekt immer, was die Charaktere auf der Karte gemacht haben. Hier haben wir Dr. Mew und Hyper Meta Rildo. Okay, neue Leaderback-Karte. Wir werden natürlich wieder es nicht schaffen, in einem Opening alles hier zu sehen. Aber ich denke, ist ein ganz, ganz guter Einblick auch, ob einem das Set hier gefällt. Demon God Shroom Preparing to Fight und Piccolo Ready to Fuse. Zwei Packs haben wir noch. Wir haben 5 Super Rares, 2 Special Rares. Ich denke, damit sind wir eigentlich ganz gut in der Ratio drin. Trotzdem ist es natürlich möglich, nochmal hier was rauszuziehen. Super Rare, Secret Rare, alles möglich. Jetzt haben wir Yamcha Set Fighter, also den nächsten Set Fighter. Aber es sind nicht alle Rare. Ist ein bisschen unterschiedlich, ob ankommen, kommen oder Rare. Big Chi Star, Android 19, A Hopeless Sight, Bar. Wir haben General Rildo Combination Ready und Demon God Salsa. Und da ist es, das letzte Pack hier, cooler drauf. Wahrscheinlich wird auch einer wieder drin sein. Come on, gib uns die Secret Rare. Ich würde wirklich Freezer sehr, sehr fühlen, auch wenn es die Secret Rare ist, die mit Abstand am wenigsten wert ist.
Das muss man natürlich auch gesagt haben. Die Secret Rares, die sind schon wieder so low. Zwei sind, glaube ich, schon wieder unter 100 Euro, die beiden queren. Lediglich Gohan und Piccolo hält sich drüber. Letztes Pack, A Demon God Tower, Imperial Warrior und es bleibt dabei, Hyper Meta Rildo. Damit wären wir schon durch. Lasst uns einfach nochmal kurz die beiden Special Rares anschauen. Gefallen mir, wie gesagt, beide sehr, sehr gut. Wenn euch so ein Style gefällt, dann ist das Set was für euch. Sonst hätte ich gesagt, wartet lieber auf das nächste. In jedem Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.